So, meine Freunde, hier ist der Basti Fantasti. Jetzt habe ich schon gerade eine Wohnung angeguckt. Ihr seht, meine neue Villa. Villa Kunterbunt, ja. Groß, fett. Schöne Tapete hier, samtig. Oh, das ist ja schön. Das ist echt schön. Küche, hier soll Küche hinkommen, ja. Sehr schön. Cool, ne? Und jetzt zeige ich euch noch was. Achso, Balkon. Ein fetter Balkon. Ist das nicht schön? Hier wohnen nur die Guten, die Prominenten, die Erotischen, also meine Wenigkeit. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz, was noch richtig geil aussieht. Ist der Korridor. Ei, der Korridor. Ja, sehr großes Ding. So, jetzt haben wir hier noch ein Zimmer. Das wird zum Beispiel das Webcam-Zimmer. Sehr schön. Sensationelle Wohnung hier. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Also hier sind nur Zimmer und ein Zimmer. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Das ist auch ein Zimmer, da kommt mal die Ulrike rein. Und auch nochmal ein Blick auf Dresden. Hier hinten der Fernsehturm, wenn man den sieht. Sieht man den? Ja, man sieht den so. Jetzt zeige ich euch noch das Bad, wo der Basti Fantasti sich immer frisch macht. Sensationell, sensationelles Bad hier. Ja, Bad, Badewanne, Toilette, ebenerdische Dusche. Nur das Gute für den Basti. Und natürlich, wenn man in der Badewanne sitzt oder auf der Schüssel, hat man auch den Blick auf den Dresdner Fernsehturm. Wunderschön. Wunderschöne Villa. So ein Schnäpplepreis. Hier haben wir noch eine Toilette, wenn man Besuch kommt. Auch sensationell. Und hier haben wir noch eine Abstellkammer. Hier kommt der Klaus Dieter rein. Und ja, also ihr seht, Basti Fantasti vergrößert sich. Und ja, also, da wäre ich doch bekloppt, oder was?